Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Nvidia. Das ist ein Entwickler von Grafikprozessoren oder eben sogenannten Chips, welche sie allerdings nicht selbst herstellt, sondern größtenteils bei der TSMC produzieren lässt. Ja, über die TSMC haben wir im Video von der Börsenwoche 7 auch schon gesprochen. Da ist ja Warren Buffett mit seiner Investition wieder ausgestiegen. Aber zurück bei Nvidia. Hier zu sehen die größten Sparten von dem Unternehmen. Also die Chips werden von einem großen Teil für die Gaming-Industrie gebraucht, welche im Jahr 2022 mit 46% gewachsen ist für die Nvidia. Hier bei den Datacentern und noch weitere bis zur Automobilbranche. Und hier sehen wir eben, dass Gaming und Datacenter praktisch den größten Teil ausmacht von dem Umsatz. Und wenn wir hier das erste Halbjahr 2018 mit dem ersten Halbjahr 2023 vergleichen, dann fällt eben auf, dass die Umsätze für die Datacenter extrem zunehmen. Also die dürfen bereits schon hoch sein und nehmen hier nochmals extrem zu, dass es über die Hälfte vom Umsatz ausmacht. Ja, Datacenter werden natürlich immer mehr gebraucht für die Cloud-Anwendungen, also die großen Anbieter von Cloud-Lösungen müssen hier sehr große Datacenter betreiben. Ja, und eben ausgerüstet von der Nvidia, und hier sieht man die Prognose vom ersten Halbjahr beim Datacenter-Bereich. Ja, ein extremes Wachstum, welches Sie hier vermutlich über Forecasts bereits reinbekommen haben. Ja, bei den News gab es eine Kooperationsvereinbarung von Mercedes und Nvidia. Mercedes setzt hier auf die Produkte und eben auch auf die Plattform von Nvidia, welche sie für Automobilkonzerne anbietet. Ja, ebenfalls ist man mit der Microsoft eine Partnerschaft eingegangen und zusätzlich mit der Microsoft bei der Gaming-Industrie. Also man möchte hier die Titel von Microsoft und auch von Activision auch auf der Nvidia GeForce Now Plattform anbieten. Also renommierte Partner, die sich hier mit der Nvidia zusammenschließen. Und wir schauen uns mal die Gesamtumsätze an vom letzten Jahr. Hier zu sehen 26 Milliarden, also 26,9 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von 9,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Das ist ein Wachstum von 125% gegenüber dem Jahr 2021, also mehr als eine Verdopplung. Und das auf bereits ein solch hohem Niveau. Ja, das zeigt ein bisschen die Situation in dem Markt. Also die Situation von dem Chipmarkt ist eben sehr, ja, sehr, sehr angespannt. Und wenn man hier gute Produkte anbietet, dann kann man eben auch viel Geld verdienen. Bei der Bilanz hat sich die Cash-Position ebenfalls fast verdoppelt auf 21 Milliarden US-Dollar. Und die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit 4 Milliarden relativ klein dazu. Ja, die Aktie hat heute die Zahlen sehr gut aufgenommen. Also man sieht im Tageschart ein Plus von 13%. Also es sind ja auch sind sehr erfreuliche Zahlen, die Nvidia heute präsentieren konnte. Und wir sehen hier eine Gesamtmarktkapitalisierung von 577 Milliarden US-Dollar und einem relativ hohen KGV von 134. Ja, spannend auch der Jahreschart seit dem Jahresbeginn um 64% angestiegen. Also ein sehr guter Anstieg, den die Nvidia hier verzeichnen konnte. Ja, das Unternehmen ist halt gut positioniert in den Wachstumsmärkten, wie bereits gesagt, die Gaming-Industrie.
auch ein Stück weit beflügelt durch die Kryptobranche, welche ebenfalls auf solche Artikel für ihre Datacenter und etc. verwendet. Und dann eben die Cloud-Industrie, welche auch auf Chips von Nvidia läuft. Ja, verglichen mit einem Marktbegleiter, die AMD, das ist so ziemlich der nächste Marktbegleiter von der Nvidia, sehen wir hier die AMD mit einem KGV von 93. Natürlich auch relativ hoch bewertet, allerdings im Vergleich zur Nvidia etwas tiefer. Ja, und wenn wir nun nochmals einen Marktbegleiter vergleichen, dann die Intel, welche ebenfalls Chips anbietet und mit einem KGV von 13 ja vergleichsweise günstig bewertet ist. Allerdings hat man hier auch ziemlich Probleme, die Gesamtsituation am Markt für das Unternehmen zu nutzen. Also man kann hier sehen, dass man mit Kursverlusten bei der Intel über die letzten paar Jahre rechnen musste. Ja, auch ein Indiz, dass es eben nicht allen Firmen so gut geht in dieser Branche. Intel hat heute vermeldet, dass sie die Dividende um gut 2/3 kürzen müssen. Also im Gegensatz zur Nvidia, die hier die Cash-Position praktisch verdoppeln konnte, muss Intel ihre Dividende kürzen, um eben das Geld zur Verfügung zu haben. Ja, die Nvidia, ein spannendes Unternehmen, welches enormes Wachstum verzeichnet, auch viel Cash generiert, allerdings eine ziemlich hohe Bewertung bereits hat und hier sicherlich einiges am Wachstum bereits von vorne hinweggenommen wurde. Ja, was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.